Wir befinden uns hier in Boxdorf im Südburgenland, wo Martin Pollack seit mehr als 20 Jahren lebt und schreibt. Das hier ist seine Arbeitsbibliothek, zugleich sein Archiv. Man kann eigentlich sagen, das Headquarter von Martin Pollack. Hier entstehen seine Texte und auch, es sind auch fast alle deine Bücher hier im Burgenland entstanden. Ich muss eines vorausschicken, Martin Pollack hat sich in den letzten Wochen einer Chemotherapie unterziehen müssen. Das erklärt auch sein etwas verändertes Aussehen. Ich sage das für all jene, die Martin Pollack anders kennen, die ein anderes Bild von ihm gewohnt sind. Martin, meine Frage gleich vorweg. Du gehst ja sehr offen mit deiner Krankheit um. Wie geht es dir aktuell? Nicht gut. Es ist leider. Chemotherapie ist nicht lustig. Ich habe eine alte Tante gehabt, eine furchtbare Nationalsozialistin, und die hat immer gesagt, die Tante Hedi, Alter ist nichts für Feiglinge, Krankheit ist auch nichts für Feiglinge. Also. Aber es geht mir. Also ich lebe, ich schreibe, ich kann arbeiten. Everything okay. Okay. Ja, jetzt wären wir eigentlich schon fast mitten in der Familiengeschichte drinnen, aber der Anlass für unser Gespräch ist der Václav Burian-Preis, den Martin Pollack am 28. September in Olmütz überreicht bekommt. Ein Preis für den kulturellen Beitrag zum mitteleuropäischen Dialog, so heißt es offiziell. Wie es zu einem solchen Beitrag kommt, darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Das bezieht sich ja auf ein ganzes Lebenswerk. Also deine ganze Literatur, Martin, kann man sagen, ist in Mittelosteuropa verortet. Und wenn man jetzt zurückblickt, dann hat das natürlich sehr stark mit deiner Berufswahl zu tun. Du bist Polonist. Es hat aber auch sehr stark mit dem Milieu deiner Herkunft zu tun. Kannst du uns schildern, wie es dazu gekommen ist, dass du dich ausgerechnet für die Slawistik entschieden hast? Das ist ein bisschen eine kindische Entscheidung eigentlich. Also ich stamme aus einer Nazi-Familie, wirklich extreme Nazi-Familie. Also mein Vater Gestapo, SS und so weiter. Mein Vater hat damals nicht mehr gelebt, aber meine Großmutter war sehr apodiktisch, sehr herrschsüchtig. Und sie wollte, dass ich Germanistik studiere, was klar ist für die Nazi, deutsche Literatur, schöne Literatur. Und wie ich maturiert habe und es dann zur Studienwahl kam, hat sie gesagt, du studierst Germanistik. Und ich habe wie aus der Pistole geschossen gesagt, nein, sicher nicht, ich studiere Slawistik. Ich muss dazu sagen, dass ich damals null Ahnung hatte, was das bedeutet. Ich bin in Österreich in die Schule gegangen. Slawische Literatur hat es bei uns eigentlich, ja, russische Literatur, aber sonst hat man die kaum gekannt. Aber ich bin sehr glücklich damit. Also ich würde niemandem raten heute, dass er sein Studium wählt, um der Großmutter etwas auszuwischen. Aber ich habe es getan und es hat funktioniert. Du bist 1965 zum Studium nach Warschau gegangen. Das war zur Zeit des Kalten Krieges, wo das deutsch-polnische Verhältnis noch lange nicht geklärt war, wo man sich aber auch in Österreich kaum Gedanken gemacht hat, also dass man so etwas wie Verantwortung über die Geschichte, Verantwortung für die Geschichte übernehmen müsste. Wie waren deine Eindrücke damals? Wie bist du in Polen als Österreicher aufgenommen worden? Ich bin in Polen immer sehr gut aufgenommen worden. Also an das kann ich mich erinnern. Ich habe erst später erfahren, dass mein Vater, mein leiblicher Vater, in Warschau gekämpft hat. Also er war beteiligt an der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes. Das wusste ich damals noch nicht. Aber ich wusste eben, dass er in Polen war während des Krieges, also in seiner Funktion als SS-Offizier. Und ich bin in Polen immer gut aufgenommen worden. Ich hatte nie Probleme. Ich habe das auch sehr offen erzählt. Ich habe mich dann sehr früh mit jüdischer Thematik beschäftigt. Ich habe gearbeitet im jüdischen Archiv in Warschau. Und auch dort habe ich immer sofort erzählt, wer ich bin, wie mein Background ist, also mein Hintergrund. Kein Problem. Im Gegenteil, das hat die Leute sehr interessiert. Sie wollten wissen, wie ist dieses Milieu heute? Gibt es das noch? Musste ich sagen, leider in Österreich sehr stark. Das war damals in Österreich sehr stark, ist heute noch stark. Also das wusste ich einfach aus persönlicher Erfahrung, nicht? Also in meiner Familie waren alles Burschenschaftler, schlagende Burschenschaftler, deutschnational, nicht? Wir sind erzogen worden deutschnational, nicht aus Österreich, sondern als Deutsche, nicht?
Und damit hatte ich in Polen nie ein Problem. Und soweit ich mich erinnere, du hast einmal erwähnt, du hast damals gewohnt in einem Studentenheim, glaube Ja. ich, das aber eigentlich im ehemaligen Ghetto Das war im gestanden zerstörten hat. Ghetto ganz genau auf der Samenhofer, also Samenhof, ein jüdischer Wissenschaftler. Und das war nur wenige Schritte entfernt vom Ghetto-Denkmal, das wir alle kennen aus von diesen Bildern, wo der Brandt davor kniet, ja, Willy Brandt. War dir das damals, wie du nach Warschau gekommen bist, bewusst, wo du da eigentlich Ja, das konnte man lebst? nicht übersehen. Also wie gesagt, wir sind an diesem, das ist ja doch ein ziemlich großes Denkmal. Wir sind daran vorbeigegangen. Die Straßen waren alle benannt nach irgendwelchen Helden, also Joselewitsch, Samenhof und so weiter. Also es gab einen Bunker in der Mila, Ulica Mila. Also es gab diese Relikte, gab es ja, nicht? Und eben dann sehr früh meine Bekanntschaft, später Freundschaft mit jüdischen Historikern, mit jüdischen Überlebenden, die mir das alles erzählt haben, die mir alles gezeigt haben, die mit mir da rumgegangen sind und alles wirklich, ja, das war mir sehr bald bewusst, klar. Aber über die Rolle deines Vaters bei der Niederschlagung des Warschauer Das habe Aufstandes, ich erst viel das hast später du viel erfahren. später erfahren. Erst aus der Recherche, wie ich mich mit dem Schicksal meines Vaters beschäftigt habe, für dieses Buch recherchiert habe, Der Tote im Bunker, da habe ich erfahren, welche Rolle er gespielt hat, auch von den Locations her, dass er eben in Warschau war, genau zur Zeit des Warschauer Aufstandes, und dass er da mitgekämpft hat, nicht? Da gibt es eine sehr makabre Geschichte. Also er war eigentlich berüchtigt, er hat ziemlich viele Menschen ermordet, ist da hineingegangen mit seinen Leuten und sie haben da wirklich Leute liquidiert, massenhaft. Aber das war eine spätere Erfahrung. Aber die Problematik deiner Familiengeschichte ist ja ein Schwerpunktthema in deinem Werk. Und wie sehr war das für dich eine Motivation und wie sehr war das aber auch eine persönliche Belastung? Also ich könnte nicht sagen, dass es je für mich so eine große Belastung war. Ja? Ich bin damit völlig normal umgegangen, glaube ich. Ich habe ungefähr erfahren, da war ich 13, 14, von meiner Mutter, wer mein Vater war. Nicht? Der war schon tot, der ist 47 auf der Flucht ermordet worden. Also den kannte ich faktisch nicht, meinen biologischen Vater. Aber da habe ich das erfahren, dass er bei der Gestapo war. Also er war Chef, zum Schluss war er Chef der Gestapo in Linz, also das war ein ziemlich hoher Posten, und Offizier der SS. Und er hatte dann so ein Sonderkommando einer Einsatzgruppe übernommen. Ja? Und hat das in Białystok in Polen übernommen, ist mit denen nach Warschau gezogen. Von Warschau wurden sie dann in die Slowakei geschickt, um den slowakischen Aufstand niederzuschlagen. Nicht? Also diese ganzen, und da gab es auch Massaker an Juden auf diesem Weg, aber das habe ich alles viel später erfahren. Also ich war nicht persönlich so wahnsinnig betroffen. Das hat mich schon natürlich, hat mich nie losgelassen. Das ist auch eine Geschichte. Man kann sagen, es ist eine never-ending story. Nicht? Ich erfahre heute noch, kriege ich Nachrichten, neue Archivalien. Sagt jemand, ja, da gibt es noch irgendwo ein Stück in einem Archiv. Oder es meldet sich jemand, der meinen Vater gekannt hat. Das gibt es heute kaum mehr, weil die Leute gestorben sind. Nicht? Aber das ist immer noch gegenwärtig. Und das wird mir auch nicht loslassen, ganz klar. Nicht? Das ist eine Geschichte. Ich meine, in der Geschichte bin ich drinnen. Ich bin sozusagen aufgewachsen mit dieser Geschichte. Nicht? Das hat mich auch geprägt, ganz klar. Und zu dem stehe ich auch. Nicht? Aber es hat mich nicht, wie es viele Leute gibt, die aus solchen Milieus stammen, die wirklich daran zerbrochen sind. Also die das kaputt gemacht hat. Das war bei mir nicht der Fall. Also ich bin damit umgegangen, habe dieses Buch geschrieben, auch mit Distanz. Habe mich auch später immer wieder damit beschäftigt, mit diesem Thema, aber immer mit einer gewissen Distanz. Du hast das Thema ja sehr lange vor dir hergeschoben. Hat es da nicht auch manchmal Augenblicke gegeben, wo du gezweifelt hast oder vielleicht sogar Angst gehabt hast, du könntest da auf etwas stoßen, was wirklich noch unangenehmer wäre? Es gab solche Momente. Ich kann mich erinnern, während der Recherche, nicht? Da gibt es eine Episode, dass mein Vater auch im Kaukasus angeblich war. Ja? Und ich habe dann in Archiven geforscht und habe dazu nichts gefunden, überhaupt nichts. Ja? Ich glaube auch nicht, dass er dort war.
Ja, aber es gab so einen Befehl, dass er dorthin fährt. Vielleicht war er ganz kurz dort, aber es gibt keine Archivalien dazu. Da war ich irgendwie sehr unglücklich, dass ich überhaupt nichts gefunden habe. Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, sei froh, dass du da nichts gefunden hast. Ja? Weil was immer ich gefunden habe, war immer eine schreckliche Geschichte. Nicht? Eben diese Geschichte der Karolina Bulova in der Slowakei, in Donovali, nicht? Wo mein Vater in den Bergen Juden gejagt hat und dann die Juden erschossen hat und zum Beispiel diese Karolina Bulova, eine Bergbäuerin, auch ermordet hat, weil sie Juden versteckt hat. Nicht? Also es gibt sozusagen keine schönen Geschichten, es gibt kein Happy End, ja, in dieser Geschichte. Es sind eigentlich alles schreckliche Erkenntnisse und eben auch dieser Warschauer Aufstand, das habe ich ziemlich spät erfahren, eigentlich furchtbar. Ja. Aber du hast jetzt von Distanz gesprochen. Das ist sehr wichtig, wenn man darüber schreibt. Ich glaube, das ist eigentlich die Hauptvoraussetzung. Gibt es für dich da eine, oder gäbe es da eine unterschiedliche Herangehensweise, wenn dieser Gerhard Bast nicht dein Vater gewesen wäre, sondern eine ganz für dich völlig fremde Person? Das ist spekulativ, das kann ich schwer sagen, aber ich glaube schon. Also ich habe mich ja auch mit anderen Personen beschäftigt, nicht? Also dem Rolf-Heinz Höppner zum Beispiel, ja. Der ist ungefähr ein Pendant meines Vaters, war auch SS, der in Polen tätig war. Also ich habe mich mit anderen beschäftigt, den Höppner lernte ich kennen, nicht? Da bin ich extra nach Bonn gefahren und habe dann über ihn eine lange Reportage geschrieben. Also da habe ich eigentlich dasselbe Verfahren angewendet. Nicht? Es ist natürlich etwas anderes, wenn man über seinen eigenen leiblichen Vater schreibt, über seine eigene Familie und dann auch über sich selber. Ich habe am Anfang versucht, das Buch ohne mich zu schreiben, ja? Mich da draußen zu halten. Dann bin ich draufgekommen, das geht nicht. Ja? Dann habe ich mich als Kind hineingenommen, als Erwachsener. Also sozusagen die Recherche war dann ein Teil der Geschichte, nicht wie das ja oft bei Reportagen der Fall ist. Aber es beeindruckt, wie du zwar als Figur im Buch ständig präsent bist und trotzdem immer bemüht bist um die Perspektive von außen. Ja, das hat meines Erachtens, war das nicht ganz unwichtig. Ich habe mir das nicht so überlegt, also ich habe da nicht so ein Kalkül gehabt. Aber es war für die Leser wichtig, weil sie sich damit besser identifizieren konnten. Nicht? Es gibt einen anderen Fall, Niklas Frank, der Sohn von Hans Frank, der mit einem unglaublichen Hass schreibt, ja, über seinen Vater. Es gibt ein Buch über seinen Vater, eins über seine Mutter, die beide gedrängt sind voll Hass gegen die Eltern. Ja. Das ist, glaube ich, literarisch kein gutes Verfahren. Ja. Also sozusagen mit Hass schreibt sich schlecht. Also ich glaube, da ist es besser auch für den Leser, nicht, dass er nicht so diese Emotion spürt, sondern ein bisschen eine Distanz spürt. Also das war meine Erfahrung auch mit Lesern hier in Österreich, in Polen oder was anders. Vor allem in Österreich gab es eine Reaktion, dass die Leute gesagt haben, bei Lesungen zum Beispiel, nicht? Ja, danke, dass Sie das Buch geschrieben haben, ein wichtiges Buch, mir hat es sehr gut gefallen oder auch nicht. Und dann haben sie gesagt, wissen Sie, meine Geschichte ist so. Und dann kam ungefähr ein bisschen eine Parallelgeschichte. Ja? Der Großvater bei der Gestapo, der Vater bei der SS, ja? Irgendjemand aus der Familie auch involviert. Was mir auch gezeigt hat, wie tief Österreich involviert war. Nicht? Also wie falsch diese Annahme war, wir sind das erste Opfer des Faschismus. Das habe ich einfach auch in meiner Kindheit erlebt. Nicht? Ich meine, ich bin von einem Nazi zum anderen geführt worden. Das waren alles hochrangige Nazi. Die waren mitten unter uns. Ja? Das waren nette Leute. Mein Großvater, der beste Großvater, den man sich denken kann. Meine Großmutter, die liebevollste Großmutter, die man sich denken kann. Und trotzdem auf der anderen Seite schreckliche Menschen, ja, Unmenschen, nicht? So wie mein Vater. Nicht? Und das ist ja wahnsinnig wichtig, dass wir uns das veranschaulichen, dass das nicht Monster waren. Also es gibt so von Zuckmeier nicht so eine Beschreibung 1938, wo dann Lemuren und Dämonen auftauchen. Das waren keine Dämonen, das waren ganz normale Menschen, ganz normale Großväter, Väter, Großmütter und so weiter. Nicht?
Das macht das Ganze ja viel schrecklicher. Weil wenn wir einmal uns vorstellen, das sind Dämonen, dann können wir die aus der Gesellschaft ausschließen, dann gehören sie nicht zu uns. Wir sind ja keine Dämonen, nicht? Das ist dann ein Verfahren, wo wir sagen, ja, ein Unfall der Geschichte, da kommen plötzlich Dämonen und mit denen haben wir aber nichts zu tun. Nicht? Ja, ich habe sehr wohl damit zu tun. Ja? Ich kann nicht sagen, mein Vater gehört nicht zu mir. Nicht? Das erinnert mich an eine Episode mit meinem Sohn. Der hatte damals eine spanische Freundin. Ja? Und es gibt eine spanische Ausgabe vom Toten im Bunker. Und da ist er zu Hause, bei uns zu Hause gesessen mit diesem spanischen Mädel, hat sich das Buch Der Tote im Bunker angeschaut. Und da gibt es ja Fotos drinnen. Ja? Außer in der deutschen Ausgabe gibt es keine Fotos. Und da hat er ein Foto von meinem Vater gesehen. Und da hat er zu mir gesagt, und das war dein Vater? Da habe ich gesagt, ja, und das war dein Großvater. Ja? Er hat gedacht sozusagen, mit dem Vater bei mir ist die Geschichte zu Ende. Ja? Da ist dann die Geschichte aus und hat mit ihm nichts mehr zu tun. Nicht? Und ich habe ihm gesagt, ja, das ist dein Großvater. Nicht? Ich meine, er muss sich nicht damit beschäftigen, das ist seine Sache. Ja? Aber es ist nevertheless sein Großvater. Nicht? Sein Fleisch und Blut, so ist es. Nicht? Und wie hat das damals in Polen in deiner Studentenzeit funktioniert? Ich meine, du warst ja nicht mit glühenden Kommunisten da befreundet. Nein, im Gegenteil. Nein, in Polen habe ich nie einen Kommunisten getroffen. Eher immer. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Polen, ich hatte einmal ein Mädchen, sehr hübsches Mädchen, und die war Kommunistin. Die hat sich geoutet als Kommunistin, was für mich völlig unerhört war, weil sonst in Polen hat sich niemand geoutet als Kommunist, obwohl es natürlich viele waren, Professoren sowieso, mussten ja sein. Nicht? Die war Kommunistin, hat auch gesagt, die hat mir ihre Legitimation gezeigt und hat mich gefragt, ob ich auch eine Legitimation der Partei habe. Ich habe gesagt, spinnst du? Bin ja nicht bei der kommunistischen Partei, bin ja nicht verrückt. Nein. Und dann hat sie den Kontakt zu mir abgebrochen. Hat mir sehr leid getan, war ein hübsches Mädel, ja, wollte mit mir nicht mehr ins Kino gehen, nichts. Kommunistin. Aber sonst habe ich in Polen, ich habe dann ein bisschen so mit Kollegen, polnischen Kollegen, auch über Trotzkismus versucht zu reden. Die haben gesagt, oh, um Gottes Willen, ja, vierte Internationale, danke, die dritte genügt uns. Also, wir brauchen keine vierte auch noch. Ja, kein Interesse. Und also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich mit überzeugten Kommunisten je zu tun hatte. Ich habe dann gearbeitet in der Akademie der Wissenschaften, im Institut für Geschichte, und da weiß ich noch, wie einmal ein Professor, der hat so ein Dings gesagt, und in der Diskussion hat er gesagt, da müsste ich jetzt als Marxist darauf antworten, obwohl mir das fern liegt. Ja. Das waren alles Kommunisten in dieser Runde, außer mir und vielleicht noch drei andere. Nicht? Aber die haben alle betont, sie sind natürlich keine Kommunisten. Nicht? Das war in Polen das Normale. Du hast damals auch Samizdat-Literatur nach Österreich geschmuggelt? Von Österreich nach Polen. Umgekehrt von Österreich nach Polen? Ja. Hat das da nie Probleme beim Grenzübertritt gegeben? Ich habe erst Probleme bekommen 1980, wie die Solidarność gegründet wurde. Da war ich schon als Freelancer für den Spiegel tätig. Und da bin ich zu Beginn des Streiks an der Ostseeküste, haben mich die Leute in Hamburg, also Spiegel, haben mich gebeten, dass ich dorthin fahre, um das zu covern, als Journalist zu machen. Und da bin ich nach Warschau geflogen von Wien. Und am Flughafen bin ich schon verhaftet worden. Also die wussten sehr genau, wer ich bin. Nicht? Ich habe auch damals schon geschrieben für das Wiener Tagebuch, so eine Dissidentenzeitschrift, Linke, aber Dissidenten, keine Kommunisten. Und ich bin mir wahnsinnig schlau vorgekommen, also ein bisschen Geheimagent. Ja? Ich habe dann Briefe geschrieben, also Briefe aus Warschau, die wurden dann abgedruckt. Und da habe ich immer hinten einen falschen Absender drauf geschrieben. Ja, und da habe ich mir gedacht, also da kommt niemand drauf. Ja. Was ich nicht bedacht habe, war, dass ich der einzige österreichische Student war, in Warschau zumindest. Ja. Also die Polen mussten nicht wahnsinnig lang suchen, wenn da wieder im Wiener Tagebuch ein Brief aus Warschau erschienen ist, von wem dieser Brief stammt. Ja. Das war schon ziemlich einfach. Und da haben sie mich dann zur Persona non grata erklärt und ich war 9 Jahre lang. Persona non grata. V.
von 80 bis 89. Du hast ja sehr früh schon als Journalist zu arbeiten begonnen. Von Anfang an immer mit diesem Schwerpunkt Osteuropa. Ja. Hast in den 80er Jahren, wie du gerade gesagt hast, auch für den Spiegel schon geschrieben. Fest angestellter Korrespondent bist du dann 1987 geworden. Du hast ein Büro in Wien, das Spiegelbüro in Wien geleitet, später dann auch in Prag und in Warschau. Dann ist 1984 dein erstes Buch erschienen, Nach Galizien. Das hat dich sehr schnell bekannt gemacht. Kannst du uns schildern, wie es dazu gekommen ist, vom Journalisten jetzt zum Schriftsteller kurz zu wechseln einmal? Ja, das war für mich war natürlich das Dasein des Persona non grata war tragisch. Ich war ein Polonist, ich war Spezialist für Polen und durfte plötzlich nicht mehr nach Polen fahren. Ja. Das ist beruflich also nicht besonders förderlich, ganz klar. Nicht? Jetzt stand ich da, in Polen waren die interessantesten Dinge im Gang und ich bin in Wien gesessen, habe das von der Entfernung beobachtet. Es sind Flüchtlinge gekommen, die hat man dann interviewt und ich hatte gute Kontakte, auch zur Opposition in Polen schon. Aber das war nicht dasselbe. Und dann habe ich beschlossen, ein Buch zu schreiben. Und da war ein Freund von mir, Christoph Ransmeier, ein sehr bekannter Schriftsteller, mit dem habe ich viel auch gearbeitet. Wir haben zu zweit geschrieben, vierhändig, wie wir das genannt haben. Und da haben wir mal drüber geredet und da hat der Christoph gesagt, ja, aber schreib doch so ein bisschen ein historisches Buch. Und da sind wir auf das Thema Galizien gekommen. Also ich bin aufs Thema Galizien gekommen. Und das war damals kurioserweise, obwohl schon diese Mitteleuropa-Diskussion begonnen hat, ja, Kundera und so weiter, aber Galizien war eigentlich ein unbekanntes Thema. Im deutschsprachigen Raum war ich wirklich einer der ersten Pioniere, der Galizien wieder entdeckt hat. Nicht? Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, das gibt es bis heute, was selten ist, von 84 bis heute, dass das immer im Print ist. Und habe dieses Buch geschrieben und mich dann später auch immer wieder mit Galizien beschäftigt. Das ist eines der Themen, die mir sozusagen geblieben sind. Die Aufgabe eines Reporters ist ja, dass man zur richtigen Zeit immer am richtigen Ort ist. Und du hast die Wende 1989 hautnah miterlebt. Du bist damals am Wenzelsplatz in Prag gestanden. Mhm. Was sich wirklich von einem Augenblick auf den anderen alles verändert hat. Ja, ja. Du hast aber viele Jahre vorher schon, du hast es schon erwähnt, etwa mit Václav Havel Interviews gemacht, am Geheimdienst, am tschechischen Geheimdienst vorbei, muss man sagen. Du hast auch mit dem späteren polnischen Präsidenten schon in der Frühzeit der Solidarność-Bewegung ein Interview gemacht. Hättest du dir damals vorstellen können, was 1989 dann passieren wird in Europa? Nein, das haben wir alle unterschätzt. Also wir haben nicht geglaubt, dass das so schnell zusammenbricht, dieses System. Nicht? Also ich war in gewissem Sinne ein Opfer des Systems, immer als persona non grata. Nicht? Und ich habe eigentlich geglaubt, dass das noch ein paar Jahre dauern wird. Also dass es zu Ende geht, das war klar. Das hat nicht funktioniert. Also wie gesagt, in Polen habe ich nicht einen Menschen getroffen, der wirklich an das System geglaubt hat. In Tschechien war das anders, da hat man auch Kommunisten getroffen, aber auch nicht so viele. Aber das war unvorstellbar und man hat ja gesehen, dass das praktisch nicht funktioniert, wirtschaftlich nicht funktioniert, nicht? Also auch ideologisch nicht funktioniert. Es war eine einzige große Lüge, die dann zusammengebrochen ist, nicht? Also das konnte nicht mehr gut gehen. Nicht? Und das war schon, aber wir haben alle geschätzt, dass das noch länger dauern wird, dass das System stärker ist. Nicht? Wir waren alle überrascht, dass das dann so rasch gegangen ist. Da hat die Solidarność eine große Rolle gespielt, keine Frage. Also das war für mich schon eine große Überraschung. Für mich war dann 89, da durfte ich wieder nach Polen reisen, nicht? Habe dann das Büro in Warschau übernommen, also das war ein großer Moment. Nicht? Und überhaupt, es war damals, gab es ja unglaublich interessante und große Leute, eben Havel, Masowiecki in Polen. Nicht? Wenn man das mit heute vergleicht, ja, da muss man ja sagen, schreckliche Zeiten. Nicht? Wenn ich mir anschaue, in Polen Kaczynski,
ich will jetzt nicht über die Tschechen Negatives sagen, aber nicht, also Havel ist da keiner zu sehen, nicht? Keiner. Das ist, hat sich sehr verändert, leider, leider, leider. Es ist sehr nach rechts gerückt, nicht? Fremdenfeindlich, diese ganze Xenophobie, Flüchtlingsproblematik, Migrationsproblematik, nicht? Das schmerzt uns sehr, nicht? Und dieser Abbau der Demokratie, nicht? Das ist ja unglaublich rapid gegangen, unglaublich rapid. Schauen wir uns Ungarn, unser Nachbarland, nicht? Aber was ist deiner Meinung nach damals passiert, dass die Stimmung so schnell gekippt ist? Ich meine, 1989 und auch in den Jahren danach war eine irrsinnige Aufbruchsstimmung. Das war dieser, das haben auch wir so in Österreich gespürt. Ja, das war dieser hemmungslose Kapitalismus, so ein wirklich ein Raubritterkapitalismus, nicht? Grab and run. Also es waren diese Leute, die diese Privatisierungen dann vorangetrieben haben, die das unglaublich rücksichtslos gemacht haben, nicht? Wo auch das Regime zu schwach war, um das irgendwie zu kontrollieren, nicht? Also diese große Aufbruchstimmung war ja ziemlich schnell zu Ende, nicht? Und dann sind diese neuen Kapitalisten gekommen, nicht? Sozusagen, es gilt nur Ellbogen und neues Kapital, nicht? Und wer schneller ist, wer geschickter ist, wer rücksichtsloser ist, nicht? Der ist heute an der Macht, nicht? Das heißt, die alten Ideale, Solidarność oder auch die Ideale von Václav Havel, nicht? Die existieren noch, klar, aber an der Regierung sind andere Leute, nicht? Leider. Und das ist ja nicht nur dort, das ist ja auch in Österreich so, nicht? Wenn wir heute schauen, wo Österreich hinsteuert, dann müssen wir sagen, ja, wir sind in der Nähe der Visegrad-Staaten, ja, in der Nähe der Staaten, die die Demokratie ganz offen abbauen. Auch in Österreich gibt es diese Bestrebungen. Ja. Ich habe oft darüber geschrieben, ich habe oft darüber gesprochen. Nicht? So ist es leider. Nicht? Die Kräfte, die wirklich den Aufbruch getragen haben, die die Demokratie sozusagen durchgesetzt haben, die sind heute am Rand. So ist es leider. Aber dieser schreckliche Nationalismus, der da sehr schnell Fuß gefasst hat, der kann ja nicht aufgrund dieser schlechten Entwicklung, dieses Raubtierkapitalismus von heute auf morgen entstanden sein. Ist das nicht ein Bodensatz? Nein, natürlich, der war immer da. Immer da war. Klar, ja. Klar, der war immer da. Nicht, das hast du auch bei jungen Leuten gesehen. Also bei polnischen Studenten habe ich das erlebt, die damals extrem bereits nationalistisch waren. Nicht? Ich kann mich erinnern, ich habe so einen guten Kollegen gehabt, und ich habe ihm von Rosa Luxemburg erzählt. Ja. Da hat er mir dann einmal gezeigt, hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Und da war so eine ganze Reihe von Bänden Roman Dmowski. Ja, Roman Dmowski, ein polnischer Politiker nach 1900, der so einen extrem nationalistischen, auch antisemitischen Kurs gefahren hat. Nicht? Der so zwischen Deutschland und Russland irgendwo versucht hat zu balancieren. Nicht? Und diese Tendenzen hat es damals bereits gegeben, die waren schon da, ganz klar. Nicht? Auch dieser Antisemitismus in Polen, der war immer da. Nicht? Der war da. Das wird heute offiziell wieder propagiert und heute das offizielle Polen steht auf dieser Seite. Nicht? Das ist, glaube ich, in Tschechien nicht so, nicht? Aber in Ungarn ist es ganz genauso. Nicht? Ganz genauso. Nicht? Da gibt es einen offiziellen Antiziganismus, also gegen Roma und Sinti, auch in Tschechien gibt es das. In Polen Antisemitismus, Ungarn auch Antisemitismus. Also dieser ganz starke Nationalismus, nicht diese Xenophobie, nicht Anti-Europa, nicht? Das ist ja heute das Problem, vor dem wir stehen, dass die EU daran zu zerbrechen droht, nicht? Dass diese Staaten ausscheren, Ungarn, Polen, teilweise auch andere Staaten. Und auch in Österreich ist eine EU-kritische Position heute zu bemerken. Nicht? Dass wir die Opfer sind von Brüssel und Brüssel diktiert und dieser ganze Quatsch. Nicht? Das ist extrem gefährlich. Wenn man jetzt natürlich den Fokus auf dich und auf deine Bücher richtet, dann
müsste man eigentlich annehmen, dass in Österreich dieses Interesse nach dem, an dem verlorenen Gemeinsamen sehr groß sein müsste. Ich habe aber eher die andere Erfahrung gemacht, dass dieses Interesse bei der jüngeren Generation überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Nicht nur das Interesse, nicht auch das Wissen darum ist völlig verloren gegangen. Wie siehst du da, wie wird das in Zukunft weitergehen? Es ist leider so, dass die sozusagen das Wissen um diese Länder, ja, ist sehr, sehr gering. Also jeder Ukrainer kennt die österreichische Geschichte besser als wir die ukrainische Geschichte. Dasselbe natürlich in Tschechien. Auch es beginnt mit der Sprache. Wir nehmen es als gegeben an, dass Tschechen einigermaßen Deutsch können. Ja? Es nimmt niemand als gegeben an, dass ein Österreicher ein bisschen Tschechisch kann. Ja? Dasselbe mit Ungarn. Ja? Im österreichischen Rundfunk hörst du ungarische Namen total misshandelt, ja? Total verdreht. Ein österreichischer Rundfunksprecher ist nicht imstande, einen ungarischen Namen korrekt auszusprechen. Ja? Dabei kann er sich kundig machen. Es gibt auch im Rundfunk genug Ungarn. Ja? Das macht er nicht. Interessiert ihn nicht. Ja? Will er nicht. Ich kann mich erinnern, ich hatte hier einen Freund, der war polnischer Kulturattaché, Jacek Buras. Ja? Alle meine Freunde haben immer gesagt Jacek. Da habe ich versucht, ihn zu erklären. Ich habe gesagt, der hat kein Hacek drauf. Jacek. Aha, Jacek. Im nächsten Moment Jacek. Das ist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist wirklich ein Block. Ja? Die sind blockiert und glauben, weil das ein slawischer Name ist, dann muss man Jacek sagen. Ja? Was ist? Ist aber nicht so. Ja? Sorry. Ja? Und wir sollten uns kundig machen. Wir sollten auch die tschechische Literatur besser kennen. Ja? Wir sollten die tschechische Geschichte besser kennen. Das ist unsere Geschichte. Ja? Auch Slowakei. Ich weiß das von meinem Verlag. Ja? Die fahren nie in die Slowakei. Ich habe einen tollen slowakischen Verlag, der auch in Tschechien ist, Absinth. Ja? Ein toller Verlag, die meine Bücher unglaublich sorgfältig und schön herausbringen. Und ich bin in der Slowakei ziemlich bekannt jetzt schon als Autor. Ja? Aber es gibt kein Interesse zum Beispiel meines österreichischen Verlags zu kommunizieren mit denen. Ja? Das ist Bratislava. Da ist früher die Straßenbahn von Wien aus hingefahren. Ja? Das ist vor unserer Haustür. Und da fahren die Leute hin zum Friseur, weil der billiger ist. Oder zum Zahnarzt, weil der billiger ist. Ja? Aber nicht, um dort ins Theater zu gehen oder... So ist es leider. Nicht? Aber ich frage mich, wenn diese Entwicklung des Nichtwissens, der Ignoranz so weitergeht, droht dann nicht irgendwann Mitteleuropa zur Fiktion zu werden? Das ist die gute Frage. Das ist unsere Aufgabe. Nicht? Wir können jetzt, also ich bin 77 und ich bin krank, aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe meine Arbeit getan, ich möchte jetzt rasten und möchte ruhen und sitze hier und schaue da hinaus auf meinen Garten, auf meine Felder. Und bin eine Privatperson. Das geht nicht. Ja. Das finde ich, kann ich mir nicht leisten. Das darf ich nicht. Ja. Ich fühle immer noch die Verpflichtung und ich weiß, das ist eine Sisyphus-Arbeit. Ja. Ganz klar. Aber wenn man das kann, muss man es tun. Nicht? Ich habe immer wieder Leute eingeladen. Ich habe ein Programm im Burgtheater gehabt. Ich habe das Programm kuratiert in Leipzig bei der Buchmesse. Ich habe viele, viele solche Programme kuratiert. Also ich war immer Vermittler auch. Nicht? Und das ist mir sehr wichtig. Dann ganz zum Schluss erlaube ich mir eine schwierige Frage, eine Was-wäre-wenn-Frage. Wenn du heute 20 wärst, was würdest du machen? Dasselbe, glaube ich. Das freut mich. Das freut mich. Martin, vielen Dank, dass du uns so lange sehr intensiv Auskunft gegeben hast. Ich glaube, das war ein sehr interessantes Gespräch und ich denke, wir alle haben heute über Mitteleuropa ein bisschen mehr erfahren wieder. Vielen Dank. Ich danke. Der Dank ist ganz auf meiner Seite.